Im Weingut Nickel treffen wir uns heute zum Herstellen von Pralinen und anderen Köstlichkeiten. Vielleicht erfahren wir etwas über die Küchengeheimnisse von Gabriele Reinhardt. Das erste Rezept funktioniert recht einfach. Wingertsknorze. Die habe ich gestern Abend schon angerührt, da die über Nacht im Kühlschrank stehen müssen. Das ist jetzt Marzipan mit Das Wein. Ist Marzipan mit Dornfelder. Mhm. So, dann zupfe ich mir einfach so kleine Teile zurecht. Die müssen und sollen auch gar nicht so exakt Nein. sein, weil es ist ja, sieht ja aus wie die Natur wieder. Genau, draußen. Die Wingertsknotze, die Sie draußen sehen, die sind ja auch ganz unterschiedlich in Form. Ja. Und so werden die dann auch, wenn die jetzt nachher noch mit Schokolade in Berührung kommen, und dann kriegen die auch schon wieder eine ganz andere Form. Mhm. So, die werden jetzt einfach kurz eingetaucht und in den Händen mit Schokolade umhüllt. Ja. Und kriegen so dann ihre endgültige Form. Mhm. Woher kam jetzt die Idee, Wingertsknotze zu machen? Gut, da wir ja in einem absoluten Weinanbaugebiet wohnen, ich diese Teile hier ausprobiert habe und mein Mann zum Schluss sagte, die sehen aus irgendwie wie so kleine Wingertsknotzen und da hatten sie ihren Namen weggehabt. Den Marzipan gibt's überall zu kaufen. Der Dornfelder kommt natürlich vom Weingut in Neustadt-Hambach, in das wir uns eingeladen haben. Dann am besten über Nacht durchtrocknen lassen, an einem kühlen Ort. Kann auch ein bisschen zugig sein. Kann auch der Keller zum Beispiel dann sein. Ja, nur nicht im Kühlschrank. Da ist es gleich zu kalt und dann kann die Schokolade anlaufen. Nach den Wingertsknorze dürfen wir nun dabei sein, wenn ein Brotaufstrich entsteht. Bei dem Bierchili brauchen wir ja erstmal unser Bier. Ja, das ist ein Schwarzbier. Ist ein Schwarzbier, geht aber auch mit hellem Bier, geht auch mit Hefeweizen, Weizenkristall, geht eigentlich mit allen Bieren. Ja. Das sind noch so ein paar Geheimnisse, die da reinkommen. Also sprich Hopfen und Malz doch zusätzlich. Damit es noch stärker nach Bier schmeckt. Ja, damit es ein schönes malziges Aroma kriegt und dass es im Abgang noch ein bisschen hopfiger schmeckt. Ja. Und das müssen wir jetzt aufkochen lassen und ganz normal wie jedes andere Gelee auch kochen lassen. Mhm. Biergelee, Vorsicht, schäumt sehr stark, also immer einen großen Topf verwenden. Das riecht doch jetzt schon wieder Brauerei. Ja. Angenehm. Angenehm, ne? Wie kam es denn zu der Idee, sowas mit Bier zu machen? Angefangen hat alles eigentlich nur mit Weingelee. Mhm. Riesling-Gelee, Dornfelder-Gelee. Dann habe ich gedacht, irgendwie musst du da ein bisschen rausstechen und machst mal ein bisschen was andere Gelee-Hersteller nicht so haben. Was jetzt zum Beispiel, jetzt war erst ein Maibohle-Gelee mit frischem Waldmeister. Oder in der Herbstzeit ist ein Federweiser-Gelee, auch ganz frisch. Und das bieten andere nicht so an. Ne? Im Winter dann natürlich Weihnachtszeit, Glühwein-Gelee, Feuerzangenbowle oder die Bratapfelkonfitüre. Immer so ein bisschen Zeit. Gemäß. Ich habe gesehen, es gibt eine große Auswahl. Also wenn sich andere das abgucken und das dann auch mal probieren, dann sind Sie wahrscheinlich schon wieder eine Idee weiter und haben wieder was Neues erfunden. Hoffe ich doch schwer, ja, dass die Ideen nie ausgehen. Ne? Ja. Aber im Moment sind noch so viele tausende Ideen im Kopf. Ich glaube, da habe ich schon noch ein paar Tage zu tun. Mhm. Der kocht jetzt 4 Minuten und dann wird er ganz heiß abgefüllt. Ja. Wichtig ist, dass die Brauereien oder überhaupt jede Bestellung, die eingeht, die wird ganz frisch verkocht. Also es gibt keine Lagerware. Mhm. Es wird immer jeder Auftrag ganz frisch bearbeitet. Sei es bei den Pralinen oder bei den Gelees oder bei den Chutneys. Oder wenn Brauereiführungen stattfinden, dann verkaufen die das oder in ihrem Shop. Viele verwenden es auch, bei manchen ist auch Hotel dabei, viele verwenden es dann zum Frühstück. Die stellen das dann auch noch auf den Frühstückstisch. Und sind begeistert. Die Nachbestellungen sind da. 2/3 sind auf jeden Fall Bier und das Bier verkocht. Also es ist Alkoholgehalt ist da keiner mehr drin. Okay. Sie werden nicht betrunken davon. Ja. So, jetzt fängt es an zu kochen. Gabriele Reinhardt produziert sonst in der eigenen kleinen Küche in Vettersheim bei Worms. Sieht bisher aus wie eine Suppe. Wer öfter Marmelade kocht, kennt den Anblick. Aber die wenigsten haben das schon mit Bier oder Wein probiert. Halt immer aufpassen, dass unten nichts anhängt oder dass nichts karamellisiert. Wir sind hier bei einem Ihrer Kunden beim Weingut Nickel in Neustadt-Hambach. Ja, wunderschönes Ambiente hier. Sie wohnen ja ein paar Kilometer weiter. Wenn Sie nicht in der Gegend hier wohnen würden, wären Sie dann überhaupt auf die Idee gekommen, solche Produkte mit Wein zum Beispiel zu machen? Wahrscheinlich nicht, weil
es ist doch ein Anreiz da. Es sind viele Weingüter drumherum, es sind viele Brauereien drumherum. Und ich denke mir, das muss man einfach ausnutzen, dass man da irgendwie sich beruflich was rausziehen kann. Am Anfang habe ich angefangen mit einem Weingut. Und ja, mittlerweile gibt es doch deutschlandweit Winotheken und vor allem Brauereien jetzt. Ja. Wie lange hat das jetzt gedauert, vom ersten Versuch, das mal zu vermarkten, bis jetzt, wo ja schon in ganz Deutschland Leute auf ihre Produkte stehen? Das ist jetzt so ein anderthalbes Jahr. Ja. Vom ersten Versuch bis jetzt, wo wir hier heute stehen, ist es so ein anderthalbes Jahr. Also haben Sie durch gute Qualität einfach doch so ein bisschen eine Marktlücke einfach erhalten? Ja, da lege ich auch sehr großen Wert drauf. Also das immer frische ist immer gute Qualität. Und deswegen wird auch jede Bestellung einzeln und separat gekauft. Mhm. Kommen Sie dann auch selbst viel rum in Deutschland oder kommen die Kunden nur zu Ihnen? Im Moment ist es noch so, dass die Kunden meistens zu mir kommen oder anrufen oder mailen oder einfach ihr Produkt schicken. Und da ich im Moment jetzt keine Zeit habe, für in Deutschland rumzufahren und die Kunden zu besuchen. Ja. So, okay. Das ist jetzt fertig. Jetzt muss das natürlich erst noch eine Zeit anstehen. Ja. Dadurch, dass jetzt der Schaum sich gebildet hat, muss erst der Schaum abgeschöpft werden und dann kann abgefüllt werden. Ja. Das Programm der Reinhards wächst ständig. Ihr Mann unterstützt sie zumindest bei der Werbung, wenn es um Biergelees geht, Konfitüren mit Whisky oder Weinbrand, Chutneys, Pralinen, Säfte und Liköre. Und wer weiß, was ihr sonst noch einfällt. Ihr Betrieb ist jetzt sehr schnell gewachsen und wächst noch weiter. Haben Sie eine Vorstellung, wo Sie in 10 Jahren mal sind mit Ihrer Firma? Ich hoffe, dass ich da noch weiter bin, dass ich so ungefähr 5, 6 Mitarbeiter habe, wird jetzt noch mehr. Ne? Und dass sich das alles noch mehr erweitert und vielleicht, dass wir weltweit beliefern. Ich weiß nicht, ob Sie mir das verraten, aber haben Sie schon irgendwelche Produkte im Hinterkopf, die demnächst noch kommen könnten, irgendwas Innovatives? Ja gut, als nächstes jetzt der Bierkuchen in der Dose gebacken und eventuell eine Bierbowle. Da ist jetzt auch der Gedanke dran, gerade jetzt für die Sommerzeit. Was wird da alles drin sein? Also Bier und Früchte nehme ich an, der Bierbowle? Früchte, Sekt und was ganz Frisches und absolut Sommerliches. Ja. Ja. Gut, da sind wir mal gespannt, das demnächst vielleicht zu probieren. Ja, genau. Eine kleine Idee aus der heimischen Küche wurde zum achtbaren Erfolg. Produkte aus der Region sind heute gefragter denn je.